Wenn sie diese drei Dinge auf einem Date zu dir sagt, dann renn, mein Lieber, sonst bist du gefickt. Darüber reden wir in diesem Video. Wir fangen auch direkt an mit Satz Nummer 1. Und während du dir die Szene anschaust, gehen wir rein, denn es ist immer noch ein bisschen zu kalt, um draußen Videos zu drehen. Let's go. Was für ein Auto fährst du eigentlich? Bei all diesen Fragen, bei denen du das Gefühl hast, dass sie irgendwie nur in eine Richtung gehen, und zwar, dass die Frau herausfinden will, wie viel Geld du verdienst, solltest du aufpassen. Du musst jetzt nicht direkt in Panik verfallen, nein, aber wenn dir auffällt, dass diese Fragen sich häufen und dir das auch irgendwie komisch vorkommt, dann bitte hellhörig sein. So typische Fragen wie zum Beispiel, was hast du eigentlich für eine Position im Unternehmen? Wie viel verdienst du? Hast du eine große Wohnung? Gehört dir die Wohnung auch? Oh, schöne Armbanduhr. Wie teuer war die? All diese Fragen verfolgen letztendlich nur ein Ziel, und zwar herauszufinden, wie viel Geld du verdienst. Und man muss auch dazu sagen, wir Männer machen es diesen typischen Golddigger-Frauen auch nicht wirklich schwer, herauszufinden, wie vermögend wir sind, weil wir halt stolz darauf sind, was wir im Leben erreicht haben und gerne auch mal vor der Frau damit angeben. Also pass mit der Angeberei da etwas auf, denn viele Männer checken oft gar nicht, dass sie da einen Golddigger vor sich sitzen haben. Wenn die Frau einen sehr luxuriösen Lebensstil hat, aber keinen guten Job, um das Ganze zu finanzieren, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass die nette Dame auf der Suche nach einem neuen Goldesel ist und dich ins Visier genommen hat. Und das Schlimmste, was dir jetzt noch passieren kann, ist es, dass du Gefühle für die Frau entwickelst, während sie einfach nur Interesse an deinem Portemonnaie hat. Das Ganze ist letztendlich eine Art Tauschgeschäft. Du finanzierst ihren teuren Lebensstil, führst sie schick aus, kaufst ihr Geschenke und sie schläft dafür mit dir. Kann man letztendlich auch Prostitution nennen. Also aufgepasst, mein Lieber, wenn du merkst, dass sie ein Golddigger ist, dann brich am besten den Kontakt zu ihr sofort ab. Denn bei solchen Frauen ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass du am Ende des Tages verletzt wirst und auch noch dein Geld verlierst. So, Freunde, für alle, die jetzt doch auf die Golddigger aus sind, der Kai, der hat hier ein sehr interessantes Werkzeug. Ihr braucht die Money Gun, die feuert die einmal ab. Alle Frauen im Umkreis von 25 Metern werden sich sofort in dich verlieben, wenn sie auf Geld aus sind. So, wenn ihr es nachmachen wollt, nehmt aber echtes Geld. Und wir machen jetzt weiter mit Satz Nummer 2, bei dem du rennen solltest. Willst du später eigentlich mal Kinder? Ganz im Ernst, so eine Frage stellt man einfach nicht auf dem ersten Date. Und wenn du als Mann diese Frage einer Frau stellen würdest, würden wahrscheinlich auch viele Frauen ziemlich schnell das Weite suchen. Und das auch zu Recht. Generell ist es jetzt nicht falsch, irgendwie Kinder haben zu wollen. Aber wenn dich das eine Frau schon auf dem ersten Date fragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Frau mächtig unter Torschlusspanik leidet. Insbesondere wenn du Frauen datest, die so Mitte 30 sind oder vielleicht ein bisschen älter sind und dir dann diese Frage stellen, dann sollten wirklich alle Alarmglocken läuten. Und wenn du so verrückt bist und mit der Frau dann tatsächlich zusammenkommst, wird sie dich wahrscheinlich zeitnah dazu drängen, mit ihr Kinder zu bekommen. Die Frau, die ist nicht auf der Suche nach ihrem Traummann oder ihrem Traumpartner, nein. Sie ist einfach nur auf der Suche nach einem Versorger und einem Erzeuger für ihr Kind. Hättest du die Frau vielleicht vor 5 Jahren gedatet, wo ihre biologische Uhr noch nicht so sehr am Ticken war, dann hättest du bei ihr wahrscheinlich keine Chance gehabt und sie hätte dir ziemlich schnell den Laufpass gegeben. Du kannst dir jetzt wahrscheinlich auch schon denken, dass das nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für dich sind, dass du mit der Frau eine glückliche Partnerschaft hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beiden euch streiten wird und dass die Frau dir fremdgehen wird, ist einfach verdammt hoch. Und du darfst nicht vergessen, du hast mit der Frau ein Kind. Wenn die Frau geht, dann nimmt sie das Kind mit, aber du darfst trotzdem weiterhin für die beiden aufkommen. Bedeutet, du verlierst die Frau, du verlierst das Kind und auch noch dein Geld. Geil. Deswegen meine Empfehlung an dich, mein Lieber, wenn dich eine Frau auf dem ersten Date fragt, ob du Kinder bekommen möchtest, dann renn. So, Freunde, kurzes Kaffeepäuschen, gleich geht's weiter. Für dich aber jetzt hier die 1-Million-Euro-Frage. Aufgepasst. Warum passiert es den meisten Männern trotzdem, trotz der Signale, die sie erkennen, trotz schlechtem Bauchgefühl, dass sie die falsche Partnerin für etwas Langfristiges auswählen und sogar mit der falschen Partnerin eine Familie gründen? A, weil sie zu wenig Auswahl haben, B, weil sie zu selten Frauen kennenlernen oder C, weil sie die Erstbeste nehmen. Ey, ist das nicht alles das Gleiche? Richtig, Kai. Geil, ich nehme ABC. Und wenn das bei dir aktuell auch Thema ist, mein Lieber, dass du einfach zu wenig Frauen kennenlernst, um die passende Partnerin da auch in dein Leben zu ziehen, dann wähle jetzt den ultimativen Telefonjoker, meld dich an, Kai lacht dir im Hintergrund, meld dich an für unser gratis Beratungsgespräch. Du findest den Link in der Infobox, denn da reden wir gemeinsam. Also du wirst wirklich mit uns persönlich sprechen, wir erörtern deine Situation und schmieden dann einen Schritt für Schritt Fahrplan, der dich in Zukunft dahin bringen wird, dass du wirklich spielerisch leicht neue Frauen kennenlernst, Frauen auch, die zu dir passen, Frauen, auf die du Lust hast und dann auch langfristig die passende Partnerin auswählen kannst. Link ist in der Infobox und wir machen jetzt weiter mit dem Video, weiter mit dem dritten Satz, auf den du aufpassen solltest. Du erinnerst mich voll an meinen Ex.
Diesen Satz haben bisher nur eine Handvoll Frauen zu mir gesagt. Und ehrlich gesagt waren das auch immer Frauen, die sich im Nachhinein, naja, als etwas seltsam herausgestellt haben. Denn klar, wenn eine Frau so etwas zu dir auf dem ersten Date sagt, dann zeigt das schon irgendwie, dass sie kein wirklich gutes soziales Feingefühl hat. Keiner will so etwas auf dem ersten Date hören. Stell mal vor, du würdest von deiner Ex-Freundin reden oder sogar die Frau mit deiner Ex-Freundin vergleichen. Ist nicht so cool. Und was du nicht vergessen darfst, und das ist jetzt wirklich wichtig, die Frau vergleicht dich immerhin mit einer Person, mit der die Beziehung letztendlich gescheitert ist. Wenn du ihrem Ex-Freund also sehr ähnlich bist, ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass ihr nicht wirklich gut zueinander passt. Also aufgepasst, wenn du eine Frau datest, die diesen Satz zu dir sagt, bedeutet das, dass sie vielleicht kein gutes Feingefühl hat und sie einfach nur komisch ist, oder du datest eine Frau, die das Talent hat, sich immer wieder die falschen Typen zu angeln, mit denen es am Ende des Tages einfach nur Stress gibt. Und ich denke, beides ist nicht erstrebenswert.